Großen sind Mutanten. Sei vorsichtig. Sowieso. Ah, diese kleinen Medusas. Lichter im Schatten. Ach so. Jetzt fließt hier aber das Geld, habe ich das Gefühl. Ach so, ich verstehe. Oh, ich kann dich verletzen? Das ist gut zu wissen. Moment, ich möchte gerne wissen. Ist ja auch egal. So, nochmal. Combo Kill oder so. Ich muss mich echt zuerst mit der Steuerung zurechtfinden. Nein. So. Das sollte es doch gewesen sein. Nein. Dieser automatische... Ne? Können wir... Oh Mann, wirklich? Vielleicht haben wir etwas übertrieben, hm? Das ist genau die Art von Tierberichten, die ich mag. Schlechte Bildaufteilung. Was ist denn hier die Bildaufteilung? Da bin ich wahrscheinlich zu nah. Nein. Ich will dich nicht, du Sau! So. Jetzt, das Bild ist natürlich genial. Wunderbar. Normalerweise leben Alicias im Wasser. So, noch ein Bild und dann haben wir, komm mal, eine Perle. Eine Perle, Perle, Perle. Perle. Komm mal her, du Perle. So, los geht's. Lass uns mal per Druckschalter wieder hier die Tür öffnen und weitergehen und jetzt das Werkzeug suchen. Deswegen wir eigentlich hier sind. Oder lass uns gleich auf der anderen Seite rauskommen. Nee, wir finden hier bestimmt Werkzeug. 150 Einheiten für was? Ach ja, für Tacos. Wir was finden können. Ja, dann lass uns mal die Kamera hier drehen. Dreht mal dran. Nimm dir das mal, das ist ein Boost. Ich will immer noch dieses... Oh ja. Das hier heilt mich, glaube ich, komplett oder so, ne? Stellt gesamte Energie wieder her. Also das hier müssen wir erstmal... mit dem wollen wir uns erst später... Ja, genau. Hier, das überlasse ich dem Experten. Wow! Eine Barranco D53, sogar mit Seitenschneider ausgestattet. Das ist was für mich. Das hat er mal elegant in seinen Arsch gesteckt. Wow. So, und jetzt diese Fliege. Danke, Jade. Fliegen sind verkannte Wesen. Tja. Okay, dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Vielen Dank, danke schön. Und ich werde den Film neu laden. Ja, das weiß ich. Ah, guck mal da. Was ist denn diese dritte? Bestimmt hier diese Quest, die wir hier gerade machen. Oh, Tabulator. Öffnet die Augen. Die Alpha-Abteilung ist der Komplize der Doms. Werdet Mitglied im Iris-Netzwerk. Das ist jetzt so verstrickt, ne? Weil die Verräter des Iris-Netzwerks irgendwo auf Hylius gelandet, bliblablub. Und hier Alpha-Abteilung, Komplize der Doms. Moment. Ihr beschuldigt euch gegenseitig. Das ist, zwiespältig. So, und jetzt mach hier auf. Entschuldigung, Leute. Macht Platz für den Experten. Ja, ja. Du regelst das, Paige, das weiß ich. Wer es kann, der kann's. Keine Gnade für Gitter. Wo haben wir noch das andere gesehen? Irgendwo. Hoch. Jade. Und jetzt gehen wir zu einem anderen Gitter. Das ist eigentlich alles so langwierig gerade. Zieht sich eigentlich nur damit in die Länge.
Ach nee, guck mal da, wo wir sind. Ah, Page, du Sack. Ah! Da war ich gerade doch ein bisschen verwundert. Ja, wenn du mir so einfach so dumm im Weg rumstehst und nichts machst, weißt du, kann ich ja nichts anderes dafür. Zurück. Hoffentlich sind die Crocs-Dinger da nicht mehr da, oder wie die heißen. So, die Viecher da haben wir schon fotografiert. Wo war jetzt der Rückweg? Da war der Rückweg. So, Geld wollen wir erstmal sparen, bis wir es wirklich brauchen und wollen hier jetzt durch das Gitter durch. Die Kameramann, ne? Die ist... Nein, also, ich hab grad keinen Hunger. Sorry, falsche Taste. Na gut. Also nicht der Kameramann, sondern die Kamera, Komma, Mann. Ja, Mann, ich bin ja schon weg. Lieben Dank. Das nächste Mal schlage ich dich wieder kaputt dafür, du Schwein. Das Spiel wird auf jeden Fall noch interessanter für alle, die es jetzt irgendwie... Was ist das denn? Ein... Oh, das will ich sogar haben. Kontoidentifizierung. Okay. Ein PB1 erhöht... Erhöht die Energieanzeige um 1. Bueno, ich behalte das für dich. Yeah, ja. Yeah. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Nein, danke. So. So, wo jetzt... Ach ja, okay. Passt so, ne? Puh, ohne mich, Dave. Ja, ich weiß auch wieso. Das ein oder andere Schnitzel weniger hätte da auch mal geholfen. Aber das muss ich ja gerade sagen, aber gut, ich bin ja auch nicht fett. Keine Sorge, bin ja hier. Dir wird nichts passieren. Ich mach da oben nur das Tor auf. Was du sagst, Fräulein. Respektiere die Älteren. Ach süß, mit AE. Ja, ich respektiere die Älteren, keine Angst. Oh. Reicht denn sein Superkacksprung, um das Teil hier rauszugedönsen? Anscheinend muss ja. Okay, dann. Hol sie dir, Mädchen! Ja, tatsächlich, reicht. Das wundert mich zwar ein bisschen, aber. Aber hey! Passt so, ne? Na, toll. Das muss ja wieder passieren, ne? Ja. Ich bin ja schon da. Dann steh mir nicht im Weg rum. Wie oft soll ich es dir eigentlich noch sagen? Ich weiß gar nicht, ob das dem Schaden macht, wenn ich den treffe. Auf jeden Fall finde ich schade, dass mein ganzes Geld da flöten gegangen ist. Danke, Jade. Oh, wenn's dich nicht gäbe, dann... Schon gut, alter Mann. Wir sollten los. Ich glaube, dass das Beste noch kommt. Ja. Und meine nächsten Kommentare werden auch besser, das verspreche ich euch. So. So, mach mal deine Superaktion. Zeit für den Hammer! Give me the money. Danke. Man weiß ja nie, wann man es gebrauchen kann, ne? Nicht wahr? So. Los geht's. Mach's mir mit deiner Superaktion. So. Du musst mir aufmachen, Jade! Da runter, ne? Ah, wir können speichern, nicht schlecht. Wo muss ich dir denn aufmachen? Würde mich denn mal so interessieren. Das sieht doch sehr nach einem Aufmachmechanismus aus. Dann komm mal her, Paige. Ich brauch dich nämlich wieder. Guten Tag, Madame. Sie hatten ein halbes Schwein auf Toast bestellt? Jetzt, wo du so sagst, beenden wir hier die Aufnahme. Ich geh erstmal was essen. Nein. Wir wollen erstmal das Spiel speichern. Sehr schön. Es geht doch ganz gut voran und du machst mir jetzt erstmal den Zaun hier auf. Ich gehe ja schon aus dem Weg. Ja. Ich rede heute gar nicht so viel, aber ich
hab Durst wie so ein Verrückter. Als ob ich so 10.000 Stunden am Stück reden würde. Aber das ist bei dem Spiel eher nicht so gerade. Weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und oh mein Gott, das will ich haben. Also fotografieren. Ich will es nicht als Haustier haben. Als Haustier wäre es ja sehr komisch. Aber jetzt ist es weg. Möchten Sie braunen oder weißen Toast zum Omelette, Fräulein Trampel? Ich will die fotografieren. Die machen mir ein ganzes Ding Schaden, Alter. Danke. Unglaublich. Es gibt noch Palinurusse da unten. Ja, Russen gibt's auch nicht sowieso. Oh, Entschuldigung. Die machen extrem viel Schaden. Die machen extrem viel Schaden. Wow. Das war... Wow. Was sind wir denn da oben? Wieder ein Laden. Na, super. Stirb. Wie wär's mit jetzt? Sag ich doch. Cool. Ich wusste gar nicht, dass deine Zange auch eine Keulenfunktion hat. Immer. Modell D53, kleine Lady. Schneidet, würfelt, plättet. Ich liebe den Typen. Der ist geil. Also, im Sinne von... Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. In welchem Sinne der geil ist. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt kann ich ja bestimmt da hoch, um dann außen rum zu gehen. Und das will ich hier fotografieren. Ja! Meine Mathematikerkollegen sind von Nautilusmuscheln fasziniert. Meine Mathematikerkollegen übrigens auch. Mein Germanistikkurs übrigens auch von meinem Kommentarstil, der wahnsinnig schlecht ist. Oh, wow. Davon will ich mir doch welche holen. Konto-Identifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Yep, alles klar. Mehr wollte ich damit gar nicht bezwecken. Sieh mal einer guck. Eine neue Freundin. Ja, sieh mal einer guck. Sieh mal einer guck, wie ich diesen Spruch liebe, ne? Alter, was fokussierst du denn an? Kaputt machen kannst du es ja eh nicht. Ach, weißt du. Jetzt müssen wir noch das Foto machen, aber das dürfen wir auch gleich bekommen. Das Foto dieses Pärchens, das man von uns hier wollte, ne? Ah. Zeit für den Hammer! Bist du jetzt tot? Es ist tatsächlich, ja, nicht tot, aber geplättet. Das hier ist bestimmt keine Brücke. Ein Männchen und ein Weibchen auf einem Foto, ne? Sieh mal, die beiden Kreaturen da hinten. Dann bann ihre Visagen auf Fotopapier und auf zur nächsten Bank. Immer zu weit. Lass uns mal hier so. Diese Optik, ne? Komm.
Ich habe eben schon gedacht, die haben sich gerade so vor mir erschreckt. Wisst ihr, das Problem ist, ich kann nicht nach hoch irgendwie die Kamera steuern. Sondern nur, oder ich wüsste jetzt nicht wie. Sondern nur nach links, rechts und ich kann rein und raus zoomen. Das ist alles. Und es bringt mir hier alles nichts, weil die Bildaufteilung so schlecht ist. Mal auf diese Erhöhung hier. Gerade eben war es perfekt. Oder auch nicht. Sagt mir doch einfach, wann. Dieses Spiel. Oder diese Kamerasteuerung, ne? Die macht mir wohl eher zu schaffen. Lass uns hier mal so von der Seite so gucken. Vielleicht kriegen wir sie ja da besser. Schlechte Bildaufteilung. Ach, guck mal da. Mit der Maus. Empfange sie laut und deutlich, Miss Jade. Und nicht vergessen. Ein männlich. Fantastisch. Okay. Ich leite es an Mr. de Castellac weiter. Und jetzt habe ich ein Problem. Denn das Lustige ist, ich glaube, die Viecher sind gar nicht männlich und weiblich. Sondern sind es ein und selbe Wesen, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Man kann mit der Maus, alles klar. Das dürfte nämlich der Kopf sein, ne? Genau. Es ist weder männlich noch weiblich, es ist ein fettes Wesen, das ich jetzt fotografieren will. Das sind die Augen von dem Vieh. Stimmt, da war was. Wir werden ihn zermalmen. 3000! Das ist eines der Domsgeschöpfe. Da haben wir das ausgegebene Geld schon gleich mal wieder drin. Kriegen wieder eine Perle. Los geht's. Oh, es hinterlässt Qualm, wenn ich das gerade richtig sehe. Dann steh mir wie immer nicht im Weg rum. Er ist ja noch nerviger als Ashley. So. Oh, oh, oh. Das will mir jetzt gerade nicht so gefallen. Das mit der Maus kannst du natürlich, klar. So. Ah, unser dritter Boss. Na ja, wenn man den ersten dazu zählt, der im Prolog, dann ja. Dann ist das unser dritter jetzt. Was halt auffällt, ist, dass die Gegner keine Lebensanzeige haben, sondern dass wir einfach so auf die drauf knüppeln, wie uns lieb ist. Aha! Wo kommt's raus? Da kommt's raus. Mann, oh Mann, das Vieh könnte mal sterben. Aber die Musik von dem Spiel ist wie immer genial. Ihr wisst ja, wie ich Videospielmusik verehre, vergöttere und auch liebe. Ah! Weil, ja. Die Musik in einem Videospiel ist genauso wie in einem Film verdammt wichtig.
weil es eben die passende Stimmung alles untermalt und so weiter und so fort. Das ist halt so. So, jetzt dürftest du... Ah, es wird schwächer, okay. Das heißt, Moment, die Musik ist weg. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Did we? Yes, we did. Cool. Wir haben es geschafft, tatsächlich. Nicht schlecht für ein kleines Mädchen und einen abgehangenen Schild. Wir haben es geschafft, Paige. Ganz gut für einen alten Mann. Ja, dann.